Wir stellen heute die besten Tore nach und zwar aus dem El Clásico. Ja, Isca Barça! Hallo Madrid, Kamera Schnitt! Wir fangen an mit dem ersten Tor von Barcelona, denn Ladies First, Ronaldinho, Freistoßtor. Rechts oben in den Winkel, der Torwart bewegt sich keinen Millimeter. Schlägt gut ein rechts oben, 2 Punkte gibt es hier, wenn man den macht wie Ronaldinho, also perfekt. Ein Tor, ein Punkt, jeder 5 Versuche, ganz einfach, Barça gegen Madrid. Du darfst auch anfangen, weil das ist dein Tor sozusagen. Bin ich Madrid oder Barça? Oh, wir nähern uns. Alter, der hat direkt diese Energy von Ronaldinho. Oh, Mann, Alter. Ich entferne mich vom Tor. Ich will ganz kurz Shoutout geben an Ronaldinho, den AB, weil wegen dem habe ich Fußballspielen angefangen zu lieben. ¿Cómo se portan las fans? Siempre me tratan con cariño, entonces es algo no fácil de... Ronaldinho. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krank. Ronaldinho! 2 Punkte. 2 oder 1 Punkt? Heute würde ich sagen, 1 Punkt, ja. War nicht so wie Ronaldinho. Das sind 2 Punkte. Schöner als Ronaldinho. Versuch Nummer 2. Ronaldo braucht ein für Selbstbewusstsein. Ja! Schön dreckig, ne? An der Mauer vorbei, haben wir nicht mit gerechnet. Tolles Tor aber, ne? 1 Punkt. Nope. Ja, da will er zu viel einfach. Egal. Ronaldinho, glaube ich, ein bisschen zu viel Party gemacht. Oh, ich wusste nämlich, dass er spekulieren wird. Ich wusste es. Tor ist Tor. 2-2. Oh, Ronaldinho kann im Retirement Mann, gehen. Mann. Rente klopft schon bei mir an der Tür. Druck aufbauen. Nochmal klappt der nicht, ne? Letzter Durchgang. Jetzt gehen wir hier langsam wieder in Führung. Ja! Thomas war dran, aber bringt nichts. Power ist da. Ronaldinho. Was sagt die Jury? Ich kann es wirklich nicht sagen. Er war schon ein sehr guter Torwart, war da. Ja, 1 Punkt, ne? 1 Punkt gibt es hier aus Barcelona. Wenn ich jetzt den perfekten mache, dann habe ich aber dieses Tor für mich entschieden. Oh Mann, Ronaldo wollte den sneaky machen. Diese Challenge, Tor Nummer 1 geht auf jeden Fall nach Barcelona. Ronaldinho Jongocho. Aus Fairness jetzt natürlich auch von Ronaldo. Halla Madrid, das geilste El Clásico-Tor meiner Meinung nach. Das habe ich, glaube ich, auch schon 1-2 Mal versucht nachzustellen. Er zieht einfach rein, vernascht Piqué und er geht perfekt rechts oben rein. Rechts oben Winkel, 2 Punkte als an Reihenpunkt. Ne? Ich würde sagen, ich fange jetzt an, das ist ja mein Tor. Muchas gracias, afición. Okay, Ronaldo. Nope. Oh, ich hab mir den Nacken verzogen, so schnell habe ich geguckt, Alter. Oh, so knapp und doch so fern. Oh mein Gott. Oh, auch Ronaldinho, scheitert knapp. Knappe Kiste von beiden. Das ist wirklich Top-Niveau hier gerade auf diesem Kanal. Lasst ein Like und ein Abo da. Ronaldo, komm mal, wie geht's? Ah, oh, den hält der fest. Jetzt konzentrieren und in Führung gehen. Niemals. Niemals! Ja! Was? Überzaun! Aber war der noch dran? Instant verloren. Madrid. Okay, jetzt muss ich kommen, Ronaldo. Nope. Was geht hier ab, Alter? Die sind so knapp! So knapp! Gute Durchgänge, aber jetzt brauchen wir Törchen. Ronaldo! Ronaldo! Wer war drin? Hätte er nicht gehalten. Hier werde ich nicht auf diesen ekligen links unten oder so gehen. Hier muss ich ihn perfekt nachstellen für meinen Mann. I love you. Das kann doch nicht sein. Madre mia, Cristiano Ronaldo dos Santos Oliveira. Wie oft haben wir jetzt die Latte eigentlich getroffen? 3. Genug Warm-Up-Schüsse. Mamma mia, Ronaldo, was machst du nur mit uns? Letzter Schuss für beide. Wenn ich jetzt das Traumtor raushaue, perfekt, dann kann ich richtig Druck aufbauen auf Bodo Nummer 9. Wow, da haben wir den Druck! Da haben wir den Druck! Ronaldo, seine Hände waren anders. 1 Punkt. Ich würde sogar auch sagen, der war nicht perfekt, weil Ronaldo ist geisteskrank. Man kann Ronaldo nicht nachmachen. 1 Punkt. Aber jetzt musst du trotzdem treffen. Mal sehen, ob jemand Ronaldo nachmachen kann. Wenn nicht Ronaldinho, dann niemand. Komm. Luki! Ist das ein Punkt? Ist das auch ein Punkt? Der war drin. Das muss also ein Punkt sein, oder? Mit sehr viel Hilfe von Gianluigi Buffet hat Boris hier den Ausgleich noch geholt. Das heißt, wir gehen jetzt stechen. Ja, wie ja. Elfmeter Penalty-Shootout. Nur mit Traumtor halt. Ronaldo.
Ey, kein Flutschwinger jetzt, ne? Ein einfaches Links-Unten-Tor würde ja mit einem Punkt genügen, oder? Ronaldo! Ronaldo! Sü! Gewinnen oder verlieren, wir wollen gewinnen! Torwart hat mich verkauft, der wird auf jeden Fall auf den Transfermarkt gehauen. Tor numero 3. Barca führt auch schon 2-0. Und wieder ein Tor von Barcelona, von Dani Alves. Der macht auch Tore. Und was für welche? Junge, Junge. Von dem Winkel links oben. Links oben, ohne dass da ein Haar von Holzi noch dazwischen passt für 2 Punkte. Aber ich glaube, Barcelona wird es wieder dreckig machen. So ein Tor fast der Unmöglichkeit. Boah! Es geht in die Richtung auf jeden Fall, aber der Torwart ist da. Muss auch mal da sein, auch bei mir. I love you, der Ika ist da, Ika! Oh, da kommt der Rocket! Dem ist alles egal! Ich glaube, der hat eine gute Haftpflichtversicherung. Böse Zungen würden behaupten, Jordi Alba hätte das niemals geplant. Das war aber Dani Alves. Meine ich ja. Oh Mann, der verkauft mich! Was ist das? Ein Punkt. Wir haben hier ganz klar einen Katalanen im Tor, Mann. Der lässt ja alles rein vom Barca. Ah! Oh, selbst die Latte gönnt heute nicht. Selbst die Latte macht Auge. Aber der Zaun gönnt, minus 2. Genau. Zeit, die Führung auszubauen, meine Damen und Herren. Nope. Ja! Der Torwart ist nicht nur auf meiner Seite, habt ihr gesehen? Wurde ein bisschen Geld überwiesen nach Barcelona. Wir müssen rankommen und vorankommen. Wow, das ist die pure Power. Alter, wie viel hast du überwiesen? Junge, 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 das hat er sonst immer bei Mino gemacht. Ausgleichende Gerechtigkeit, 1-1. Volles Risiko, volle Möhre. Bam. Nummer 4. Ja. Oh, Alter! Ich wollte die Mitte ins Tor schießen! Es entscheidet sich wieder im letzten Durchgang. Das kann doch nicht sein. Letzter Durchgang, time to shine! Barca auf die 1! What the hell? Hoffentlich wird Real nicht im El Clasico so auseinandergenommen. Ich muss jetzt mit einem Perfekten das toppen. Freiburg! Wir sind da! Es geht wieder ins Stechen! Eben konnten wir das Stechen mit einem ekelhaften links unten gewinnen. Wie sieht es jetzt aus mit dem rechts unten? Aber ich muss ja vorlegen, das ist das Blöde. Nope! Oh, was von da? Er ist da! Er ist warm, glaube ich, jetzt. Real holt sich jetzt hier das Dani Alves Tor. Genauso dreckig! Einfach nach rechts! Ihr wisst schon, was ich meine. Halle Madrid. Auch nicht zu früh, Freunde. 2-1. Wir haben noch einen Schuss. Egal, wir kaufen alles! Das letzte Tor von Real von Jude Bellingham. Ein geisteskrankes El Clasico-Tor, was hier nochmal alles entscheiden kann. Entweder kranker Sieg für Barca oder Real holt das Unentschieden. Ein Punkt ist auch okay. Okay, let's go. Das ist wirklich... Das ist krank. Oh, oh Mann! Junge, Junge, das gibt Junge. Es nicht! Aber 0 Punkte. Also hättest du den links irgendwo daneben geknallt, wäre gleich, ne? Du sagst ja nur. Erst drehen. Und ja, genau gleich. 0 Punkte. Ja, selbe Nenner. Jude Bellingham. Oh, auch mit rechts unten kann man ihn nicht vernaschen. Wir starten mal neu. Bellingham. Kein Problem für den Torhüter. Was? Jo, was soll man denn machen? Der ist ja besser als Ter Stegen, der warte, Typ. Warte, warte, warte. Der hat ihm die Schulter irgendwie, hat er so Zeichen gegeben. Alles gut? Alles gut. Boah, ja, kranker Schuss. Aber er hat sich da die Schulter ausgekugelt bei diesem Powershot. Und das nutzen wir jetzt aus. Der ist wirklich verletzt. Nein! Yeah. Oh. Was hab ich da gesagt? Der ist nicht verletzt. Der hat nur so getan. Jude, setz an. Oh. Bauchplatscher vom Torhüter verhindert. Was soll man noch machen? Was soll man denn noch machen? Oh, Jude. Boah! Dieser Torhüter bringt mich zur Weißgluttreibe. 90. Minute. Bellingham. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Die Chance war da. Die Chance wird jetzt genutzt von Bellingham. Oh mein Gott, oh mein Gott! Bellingham!
diese Barcelona crazy! Barca gewinnt El Clasico 3:1. Und diese Tore nachstellen auch. Lasst ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Barca oder Real-Fan? Ich bin Real. Bist du Real? Real?